Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinigt Zeitgedanken an diesem Freitag, dem 8. März 2024. Ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor uns und bald gibt es wieder die Möglichkeit, sich ein wenig zu erholen. Die Zeiten sind immer noch unruhig und sie werden wohl nicht ruhiger. Immer wieder wird gezündelt mit Krieg, die verrücktesten Geschichten werden eingefädelt, damit dann endlich irgendwann die Waffen sprechen. Es ist die Frage, wie lange wir noch standhalten, wie lange wir entgegenhalten können und wie lange wir uns da nicht mit hineinziehen lassen in Europa. Es kommt darauf an. Ich bin gespannt jedenfalls. Es ist keine Zeit, wo man sich einfach so zur Seite stellen kann und sagen kann, ja, die Politik geht mich ja nichts an. Ich denke, wir sollten wachsam sein, wir sollten uns immer, auch heute und an den kommenden Tagen, stark machen für den Frieden. Wir sollten für die Werte des christlichen Glaubens einstehen, in der Öffentlichkeit, im Privaten, wo wir auch unterwegs sind. Nun schauen wir doch mal rein, um zu sehen, was diese beiden Texte uns mit auf den Weg geben. Der Herr wandte sich Israel wieder zu, um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob und wollte sie nicht verderben. Verwarf sie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Im Alten Testament werden wir Zeuge, dass Israel immer wieder in Bedrängnis gerät, angegriffen wird und dass sie sich teils gewehrt haben, teils haben sie Schlachten verloren. Hier ist ein Punkt, dass wieder ein fremder König angreift und Gott aber sich besinnt auf diesen alten Bund, den er geschlossen hat und ja sagen möchte, ich möchte mein Volk nicht ins Verderben geben und er bewahrt sie vor dem Untergang. Was ganz wichtig ist, dass hier die Rede davon ist, dass Gott zu seinem Wort steht und seinen Bund, den er geschlossen hat, nicht einfach hinfällig werden lässt. Und jetzt könnten wir ja sagen oder fragen, warum geschieht es aber dann in Israel, dass immer wieder auch Menschen umkommen, dass Menschen vernichtet werden, dass Menschen in den Kriegen sterben müssen? Wird er das ganze Volk retten? Steht er allgemein zu dem Volk? Wie schaut es aus? Und wir können das Alte Testament drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sehen, dass es manchmal nur ein Rest gewesen ist, den er überleben hatte und dass er dann später wieder neu diesem Rest eine Chance gegeben hat. Und wir wissen aber, dass er die Erwählung des Volkes niemals zunichte machen wird. Und das ist für uns auch ganz wichtig zu wissen. Er steht zu seinem Wort, dieser Gott. Der hat keine andere Möglichkeit und auch keinen anderen Willen. Er möchte zu dem, was er sagt, stehen. Das ist anders, als wenn wir Menschen ein Wort gebrauchen, dann wären wir mankelmütig und sagen manchmal, ja, ich habe es ja nicht so gemeint oder es ist ja doch ein bisschen anders gewesen, wenn wir merken, dass wir vielleicht hier und dort einen Fehler gemacht haben. Bei Gott ist das anders. Sein Wort zählt. Ein Wort und das bleibt bestehen. Und wie es auch aussehen mag, ob am Ende dann alle aus diesem erwählten Volk in die Herrlichkeit geführt werden oder nicht, so eine Art Allversöhnung, das ist ja für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Gottes Wort Bestand hat in dieser Welt, auch für das Volk Israel. Und selbst wenn es in Bedrängnis kommt, wie wir es ja auch jetzt immer wieder durch die Jahre gesehen haben, wenn es auch selbst sich schuldig macht in diesen Auseinandersetzungen, dann wird Gott für sein gläubiges Volk, und das muss man ja auch wirklich unterstreichen, für sein gläubiges Volk immer hinstehen. Er wird dieses erwählte Volk niemals ganz untergehen lassen. Auch wenn wir Menschen es vielleicht anders uns vorstellen oder vielleicht der ein oder andere sich wünscht. Nein, es wird nicht passieren. Gott sorgt und zwar für seine Gläubigen, nicht für jene Menschen, die sich als das Volk Israel ausgeben und die vielleicht auch sagen, ja, wir sind sein erwähltes Volk. Da muss man genau hinschauen und muss auch mal hinsehen. An den Taten wird man sie erkennen und wir wissen ja, dass dem jüdischen Angehörigen zum Beispiel das Zinsnehmen untersagt ist und da können wir ja schon mal unterscheiden, wer denn wirklich zum auserwählten Volk gehört und wer nicht. Schauen wir ins Neue Testament. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und hier im Römerbrief im 11. Kapitel diskutiert Paulus auch mit den Christen gegenüber den Juden. Wir wissen, dass sie damals ja sich nicht wohlgesonnen waren,
weil natürlich die Juden das als eine neue Religion teilweise angesehen haben und gesagt haben, ja, wir halten den Messias, Jesus Christus, nicht für den Messias. Und da macht Paulus folgenden Unterschied, dass er auch sagt, ja, ihr seid jetzt vielleicht nicht wohlgesonnen, ihr seid euch jetzt vielleicht nicht im Zusammenspannen gesehen, eine Gemeinschaft, aber ihr sollt dran denken, dieses Volk Israel bleibt Gottes erwähltes Volk und er wird am Ende auch dieses Volk wieder in die Herrlichkeit zurückführen. Ja, es ist für uns auch manchmal die Frage, dass wir uns heute die Frage stellen, wer gehört alles dazu? Wer darf dann letztlich in der großen Gemeinschaft Gottes mit dabei sein? Und wir kennen uns ja, wir sagen dann schnell nach unseren Richtlinien, ja, der darf auf keinen Fall, der hat also wirklich nur die Hölle oder den Tod verdient, der darf nicht mit dabei sein. Und es gibt so eine schöne Redensart. Du wirst dich wundern, wer alles noch im Himmel dabei ist. Und das ist ja wirklich ein tiefsinniges Wort, das uns darauf hinweist, Gott kann vieles noch drehen, kann verändern. Er kann auch Leute, die vollkommen gegen ihn gestanden haben, agiert haben, noch erreichen, noch rufen und noch zu sich führen. Niemals nie zu sagen in diesem Augenblick, dass wir uns nie über den anderen erheben. Wir sollen ja nicht richten, dass wir sagen, am Ende wird Gott entscheiden, wer dabei ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle Menschen, egal wie sie unterwegs sind, auch heute, ob sie Kriege anzetteln wollen, ob sie anderen Leid zufügen oder ob sie in den christlichen Werten unterwegs sind, dass wir doch eins lernen, das sind alles Kinder Gottes und wir wissen nie, ob der eine oder andere noch umkehrt. Und letztlich weist ja auch Paulus darauf hin, wir sind ja alle als die Schuldner, als die Sünder zu ihm gekommen. Und das heißt ja letztlich, wir sind ja auch nicht besser. Wir haben uns ja auch erst gewandelt, als wir zum Glauben gekommen sind. Und insofern ist es, glaube ich, ganz gut daran zu denken, auch wir haben eine Geschichte und auch unsere Geschichte hat viele, viele dunkle Flecken. Und so können wir auf die anderen Menschen mit Wohlwollen auch zugehen. Es ist nicht immer einfach, wenn das Leid ganz groß ist, was andere angerichtet haben. Aber dennoch mit dem Segen Gottes, mit dem Heiligen Geist, wird es uns gelingen, auch für die Menschen noch ein offenes Herz zu haben. Und wenn wir dann wirklich sehen, dass da wirkliche Reue da ist, dass da wirkliche Buße geübt wird und dass dann wirklich eine Umkehr sich vollzogen hat, nicht nur wie das Wort Wendehalt sie beschreibt, dass man den Mantel nach dem Wind dreht, sondern dass man aus tiefstem Herzen bereut und sich zu Gott, zu Jesus Christus bekennt, dann dürfen wir auch uns freuen und sollten wir uns freuen über jedes verlorene Schaf, was nach Hause findet. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns einen angenehmen, gesegneten Freitag und vor allem ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie die Zeiten, die werden nicht einfacher und denken Sie daran, dass ja auch die Termine näher rücken, dass die WHO die Macht übernehmen will. Es wird viel gearbeitet, es werden Unterschriften bei uns auch in der Schweiz gesammelt. Also immer überlegen, wo positioniere ich mich, was ist jetzt wichtig in diesem Augenblick und wo kann ich am meisten die Werte Gottes mit umsetzen. Das heißt, für den Frieden mich stark machen, für die Freiheit und natürlich für all jene Menschen, die in ihrem Herzen Gott tragen möchten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Ganz herzlichen Dank für alle, die diesen Stream immer weitergeben und teilen, die ihn kommentieren, die diese Community unterstützen und damit helfen, dass wir gemeinsam das Wort Gottes in die Welt hinaustragen. Es ist nichts dringender denn je, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo alle Werte zunichte gemacht werden, wo alle Werte kippen, dass wir diese Botschaft hochhalten und die Menschen darauf hinweisen, worauf es ankommt. Auf Wiederloge, es grüßt Sie ganz, ganz herzlich. Ihr Reini hier aus Appenzell Innerrhoden.
geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Lange ist's her, da noch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.